Herzlich willkommen zur Ups, die Pessimina-Show. Ich bin Vicky. Und ich bin Marco. In unserer Sendung erwarten euch heute tolle Live-Musik, interessante Gäste und spannende Beiträge von den Teilnehmern unseres P-Seminars. Das heute hier ist unsere erste Live-Sendung, deshalb sind wir beide ein bisschen aufgeregt. Also ich bin viel aufgeregter wegen dem Konzert in 2 Monaten. In 2 Monaten? Ist doch noch ewig dahin. Ja, aber Rap, das packt mich immer so. Ja, kann ich verstehen. Aber Rap ist natürlich nicht die einzige Musikrichtung. Sehr beliebt heutzutage ist zum Beispiel auch Trap- oder Hausmusik. Ja, immer mehr Leute produzieren Musik auch als Hobby. Und dazu erfahrt ihr jetzt mehr in unserem ersten Beitrag. Wir waren bei einer Veranstaltung der Bass Army im Z-Bau und da haben wir uns gefragt, wie solche Musik eigentlich produziert wird. Wir kamen mit einem Producer von Bass Army ins Gespräch und er hat sich dazu bereit erklärt, uns einige Fragen bezüglich Musikproduktion zu beantworten. Ich sitze jetzt neben Jan zu Hause in seinem Homestudio. Stell dich doch mal bitte vor. Hi, ich bin der Jan, ich bin 19 und ich bin Musikproduzent und DJ, auch Teil von der Bass Army Crew in Nürnberg. Ja, wir haben da immer so ein paar Mal im Jahr eine Veranstaltung, wo wir halt Trap und Dubstep und sowas spielen. Da lege ich auch immer mit auf. Wie bist du denn zu diesem Hobby gekommen? Was war deine Motivation? Ich habe viel elektronische Musik gehört und fand das halt ziemlich nice. Und dann wollte ich das halt auch machen und habe mir ein Programm auf den PC runtergeladen. Und dann habe ich halt angefangen damit. Und wie lange machst du jetzt schon selber Musik? Seit ungefähr 2,5 bis 3 Jahren. Gab es ein bestimmtes Ereignis, an dem du dann die Musikproduktion selbst begonnen hast? Ja, ich fand halt die Musik geil und dann wollte ich das auch machen. Also jetzt an einem bestimmten Auslöser kann ich mich jetzt nicht erinnern. Was macht dir denn bei deiner Musikproduktion am meisten Spaß? Im Prinzip eigentlich der ganze Prozess, so wenn man von der ersten Idee anfängt und das dann so komplett bis zum fertigen Lied ausbaut und dann halt am Ende das fertige Lied hat. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, das macht mir jetzt so viel mehr Spaß als das. Also eigentlich alles. Jetzt hat uns aber noch interessiert, wie die Musikproduktion im Homestudio abläuft. Dafür hat uns Jan seine Geräte gezeigt, mit denen er elektronische Musik produziert. Okay, das ist mein Laptop. Das ist im Prinzip das Wichtigste, weil da die Software drauf ist, die ich benutze, also FL Studio 11 im Moment. Auch die ganzen Synthesizer und VST-Plugins und alles. Ein Laptop und Kopfhörer reichen eigentlich auch aus, um Musik zu machen. Ich habe mir hier trotzdem noch so ein Audio-Interface gekauft. Das ist dazu da, um den Sound besser wiederzugeben und um die Latenzzeit zu verringern. Das sind die Monitorboxen. Die sind dazu da, dass der Sound unverändert aus meinem Programm rauskommt. Also, dass ich alles genau so höre, wie ich das eben in der Software mache. Jetzt wollen wir aber auch noch wissen, wie so eine Musikproduktion in einem professionellen Tonstudio abläuft. Dazu müssen wir zurück in den Z-Bau, denn hier befindet sich das Tonstudio Ohrwerk. Wir befinden uns jetzt im Tonstudio Ohrwerk und neben mir ist jetzt Christian. Stell dich doch mal bitte vor. Ich bin der Christian Reinfelder. Ich bin 43 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Veranstaltungstechniker und wir produzieren hier Bands, Sprachaufnahmen, Werbejingles, solche Sachen, die halt alle in einem Tonstudio anfallen. Wie läuft denn jetzt so eine Musikproduktion ab? Idealerweise ist es so, dass wir vorher schon, bevor die Band hier ins Studio kommt, in Kontakt mit der Band sind und die uns Demos schicken, damit wir beurteilen können, auf welchem Stand die Band ist. Wenn es dann soweit alles passt, dann kommt die Band hierher, wir bauen auf, machen einen Soundcheck. Das heißt, alle Instrumente werden eingepegelt, geguckt, ob die Mikros richtig stehen und ob das alles vernünftig klingt. Ja, und dann geht es normalerweise dann an einem neuen Tag los, dass
zumindest erstmal so das Grundgerüst aufgenommen wird, sprich Schlagzeug, Bass ist erstmal so das Wichtigste, dass das so steht. Und dann kommen normalerweise nach und nach die anderen Instrumente dazu, das heißt Gitarren, Keyboards, Klavier. Wenn diese ganzen Aufnahmen abgeschlossen sind und alles so weit passt und richtig eingespielt ist, dann geht es dran, die Aufnahmen zu editieren. Das heißt, die Anfänge und die Enden von den Stücken werden sauber geschnitten, dass halt da nicht irgendwie Rauschen oder irgendwelche Nebengeräusche drauf sind, die nicht drauf gehören. Gesänge werden von der Intonation her noch ein bisschen gerade gerückt und dann, wenn das Ganze soweit ein Gesicht hat, dann kommt die Mischung. Das heißt, da kommen dann noch Effekte dazu, wie Kompressoren und Halleffekte. Wie lange bist du denn schon Musikproduzent? Also wir haben das Tonstudio hier im Jahr 2000 aufgebaut. Wir sind hier in den Z-Bau eingezogen als einer der ersten Mieter, als das Ganze hier noch eine Zwischennutz-AG war. Und da haben wir eigentlich dann ernsthaft angefangen, Bands aufzunehmen und zu produzieren. Vorher waren es halt immer Übungsraumaufnahmen, beziehungsweise hatten wir vorher noch so ein ganz kleines Studio. Ja, hier stehen schon ein paar Geräte rum. Kannst du mal sagen, was das für Geräte sind und was sie für eine Funktion haben? Die Schaltzentrale bei uns im Studio ist hier das Mischpult. Hier laufen alle Signale aus den Aufnahmeräumen zusammen. Das heißt, wir haben zwei Aufnahmeräume, einen großen und einen kleinen. Und alle Signale, die da mit Mikrofonen abgenommen werden, die laufen erstmal hier auf ein Steckfeld und dann hier in das Mischpult rein. Hier haben wir eine Fernbedienung für das virtuelle Mischpult im Computer. Das vereinfacht die Arbeit beim Mischen dadurch, dass man nicht mit Maus und Tastatur arbeiten muss, sondern hier wirklich Fader anfassen kann und Pegel von Signalen einfach sehr feinfühlig einstellen kann. Hier haben wir jetzt noch zwei Racks, wo diverse analoge Geräte verbaut sind, zum Beispiel Kompressoren oder analoge Preamps, die den Mikrofonsignalen einfach noch ein bisschen mehr Charakter verleihen sollen. Und hier sind noch Effektgeräte wie Hallgeräte oder Echo. Wir sind jetzt im Gesangsaufnahmeraum und hinter uns befinden sich so komische Schaumstoffwände. Was ist denn das? Das sind Absorber und das macht man dafür, um gewisse Frequenzbereiche aus dem Schallspektrum raus zu filtern, damit man eine ausgewogene Raumakustik bekommt, wo kein Frequenzbereich irgendwie überbetont wird, sondern das alles sehr natürlich wiedergegeben wird. The sky belongs to dreamers now. The world has come between us, but we always have Paris. Wenn man das Homestudio mit dem professionellen Tonstudio vergleicht, dann fällt besonders auf, dass es in letzterem viel mehr Instrumente und Geräte gibt, die den Bands ermöglichen, ihre aufgenommenen Gesänge und Sounds sowohl während der Aufnahme als auch im Nachhinein noch zu bearbeiten und mit Effekten zu versehen. In Jans Homestudio beschränken sich die Geräte lediglich auf einige wenige, wie zum Beispiel einen Laptop, ein kleines Audio-Interface und zwei Monitorboxen, die jedoch nicht zu unterschätzen sind, da sie den Sound kristallklar wiedergeben. Mit FL Studio bringt der Laptop außerdem eine starke Software mit sich, in der man zahlreiche Einstellungen tätigen und viele Effekte benutzen kann. Jan, dich haben wir ja eben schon im Beitrag gesehen, aber du machst ja nicht nur elektronische Musik, sondern mittlerweile auch Rap. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, ich habe halt angefangen Rap zu hören und fand ich halt cool und dann habe ich mir ein Mikro gekauft und dachte ich, jetzt mache ich es halt auch. Mhm. Wie hast du dein Talent damals entdeckt? Ja, das kann ich so gar nicht sagen. Ich habe mir halt so ein Programm runtergeladen und habe da halt Sachen gemacht und irgendwann hat es sich halt nice angehört und ja. Okay. Jan, wir danken dir für diese Einblicke. Wir sehen uns gleich nochmal wieder nach deinem Live-Musikauftritt. Wir machen dir ein bisschen Platz. Ja. Lila, bin auf Lila. Lila, Lila, immer wieder.
lila, lila. Bin auf lila. Lila, lila. Immer wieder. Sippe pinke 7-Up in nem weißen Double Cup. Pinke lila in nem Club und ein Ballermann geht ab. Ich mach was ich mach, fahre voll im Hammer Truck. Gucci Schuhe, Ralph Lauren Shirt, flexen auf dem Tennisplatz. Ja, mir geht es fabelhaft, gehe raus und mache Krach. Meine Boxen 1000 Watt hängen immer rum zu 8. Hör in der Nachbarschaft, Staatsanwaltschaft droht mit Knast. Aber das ist mir egal, denn der Richter ist ein Spaß. Lila, lila. Bin auf lila. Lila, lila. Immer wieder. Lila, lila. Bin auf lila. Lila, lila. Immer wieder. Vielen Dank für diesen tollen Auftritt, Jan. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Und zwar bist du ja selber Musikproduzent und man hört ja oft das Vorurteil, dass Musikproduzenten viele Drogen nehmen. Was ist eigentlich deine Meinung dazu? Ja, natürlich gibt es Musikproduzenten und DJs, die Drogen nehmen, klar. Um halt auch dann die ganze Nacht durchzuhalten beim Auflegen. Gibt aber auch einige, die das nicht machen. Es gibt ja auch genug normale Leute, die Drogen nehmen. Also. Ja, und sowas kann auch ziemlich schnell in eine Abhängigkeit führen. Und darüber handelt eben auch unser nächster Beitrag. Was verstehen Sie unter Sucht? Alkohol zum Beispiel, Zigaretten und Drogen in jeder Form. Sucht ist was, wo ich ein Verlangen danach habe, ohne es selber steuern zu können. Sucht ist allgemein ein Bedürfnis, das man immer wieder befriedigen muss, weil man in die hedonistische Tretmühle reintritt. Ne? Wenn man irgendein Lebensmittel, Zigaretten, Bier, Wein nicht aus Genuss zu sich nimmt, sondern einfach, weil man meint, danach geht es einem wahrscheinlich besser. Wenn ich so ein bisschen philosophiere, ja, dann würde ich sagen, woher kommt der Begriff? Sucht kommt daher, dass jemand nach etwas sucht und deswegen muss er Drogen, Alkohol, was auch immer bekommen, um wieder normal leben zu können. Das ist für mich die Definition von Sucht. Ja, Sucht ist die ganze Zeit am Handy zu sitzen oder zocken oder so. Wenn ich ein Bedürfnis habe, das ich nicht befriedigen kann. Die zweite Frage wäre dann, was wären die Ursachen für eine Sucht? Manchmal Dummheit oder aus einer Verzweiflung heraus. Kann Stress sein, wegen Perspektivlosigkeit. Vielleicht ist das ein Ausgleich für irgendwas, was einem fehlt, oder Unzufriedenheit in der Arbeit. Schlechte Vorbilder, schlechte Angewohnheiten. Na du Opfer, das ist bei dir. Das ist eine Bitch aus meiner Klasse. Also so. Hast du ein Problem oder was? Hast du Stress? Ich rede mit dir, schau mich an. Ja. Bist du aus dem Arsch? Nein. Komm her. Willst du Stress? Nein. Komm, verpiss dich. Zunächst würde ich Sie bitten, uns mal die Mudra vorzustellen und was Sie da genau machen. Die Mudra Drogenhilfe ist eine soziale Einrichtung in Nürnberg. Unsere Zielgruppe sind Konsumenten und Abhängige von illegalen Drogen. Und ich arbeite bei Enterprise, das ist unsere Beratungsstelle für junge Menschen. Wie würden Sie den Begriff Sucht definieren?
die für uns in unserer Arbeit am geläufigsten oder auch am gebräuchlichsten sind, medizinische bzw. diagnostische Definition. Und da wird der Begriff Sucht oder Abhängigkeit nicht auf einen Satz runtergebrochen, sondern auf unterschiedliche Kriterien. Da gehört zum Beispiel dazu, dass jemand anfängt, immer mehr von einer Substanz zu sich zu nehmen, dass jemand, wenn er aufhört, Entzugserscheinungen hat, dass sich das Leben mehr oder weniger auf den Substanzkonsum einengt. Würden Sie sagen, es gibt Ursachen bei den Konsumenten am häufigsten zu einer Sucht führen? Das nennt man auch multifaktorielles Geschehen, das heißt, ganz viele unterschiedliche Gründe führen dazu. Das sind Gründe, die zum Beispiel natürlich in der Droge selbst liegen. Mindestens genauso wichtig ist auch die Frage, mit welchen Voraussetzungen, vielleicht auch Vorbelastungen ein Mensch Drogen zu sich nimmt. Letztendlich geht es aber auch um die Frage nach den Rahmenbedingungen der Gesellschaft, also wie verfügbar ist eine Substanz. Am wichtigsten ist wahrscheinlich schon die Frage, warum jemand eine Substanz zu sich nimmt, ob das aus, sag ich mal, eher hedonistischen Motiven der Fall ist oder eben auf am anderen Ende eher die Problembewältigung und oder auch im Extremfall die Selbstmedikation. Gibt es so einen gewissen Punkt, bei dem man abgrenzen kann, jetzt ist einer noch Konsument oder jetzt ist jemand schon süchtig? Ja, ist natürlich eine graue Zone, weil es natürlich nicht 0 und 1 ist, nicht schwarz und weiß, weil die Abgrenzung ist natürlich immer sehr fließend und entsprechend auch nicht so ganz genau auch festzulegen. Und was sind so die Gefahren und die Folgen einer Sucht? Naja, es ist natürlich auch immer wieder abhängig von der Substanz, die man zu sich nimmt. Was man aber, denke ich, schon im Allgemeinen sagen kann, ist, dass ein abhängiger Mensch sein Leben immer mehr auf den Substanzgebrauch einengt und entsprechend die Schäden dann auch oft zum Beispiel im beruflichen Bereich liegen, im schulischen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Könnte man die Situation für Süchtige in Deutschland noch verbessern? Zuallererst denke ich, muss man sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein sehr gutes Gesundheitssystem und entsprechend auch ein sehr gutes System für abhängige Menschen bietet. Aber es gibt natürlich immer noch Punkte, wo Verbesserungen möglich sind. Gerade beim Thema illegale Drogen fände ich es auf jeden Fall sehr wichtig, da nochmal sehr viel mehr Angebote, wo Konsumenten oder auch abhängige Menschen eine geringe Hürde überwinden müssen, um Hilfsangebote wahrzunehmen. Abhängige Menschen werden sehr schnell auch gesellschaftlich ins Ausgedrängt und da wäre es eben umso wichtiger, auch einen gesellschaftlichen Rahmen zu schaffen, wo abhängige Menschen, ohne eben einen Stempel aufgedrückt zu kriegen, Hilfsangebote wahrnehmen können. Unser nächster Beitrag wird sich um das Thema Hip-Hop drehen. Aus diesem Grund haben wir Sebastian Fischer, der hier neben mir sitzt, den Leiter des Jugendhauses Harthöhe, eingeladen. Beim Jugendhaus gibt es eine Wand, an der Graffiti-Sprayer aus aller Welt legal sprühen können, was sie wollen. Sebastian, wie ist das Jugendhaus auf die Idee mit der legalen Sprayerwand gekommen? Das ist, naja, die Idee, also am Jugendhaus Harthöhe hat man ja schon immer sprühen dürfen, also wir haben unsere Außenwände zur Verfügung gestellt und diese legale Wand, die kommt jetzt eigentlich über Echt Fürth, dieses Jugendprojekt, wo man so Kleinprojekte für 500 Euro machen kann und da gehört eben auch der Wortwechsel dazu. Das heißt, da treffen Jugendliche auf Politiker und da sind damals halt, jetzt neben den Skatern zum Beispiel, waren eben auch Sprayer da, die gesagt haben, sie brauchen legale Wände in Fürth. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht und nachdem hinter unserem Jugendhaus diese Lärmschutzwand gebaut worden ist, hat sich das angeboten und seitdem ist die halt freigegeben. Auf Breite des Jugendhauses kann man jederzeit sprühen. Und was passiert, wenn die Wand voll ist? Die Wand ist voll, die Wand ist wahrscheinlich mittlerweile 5 cm dicker als vorher. Also es wird halt einfach übermalt, also das ist eine Übungswand, das heißt, man hat schon ein bisschen so diesen Kodex, es wird nichts Schlechteres über Besseres gemalt, aber irgendwann ist einfach der Platz voll und natürlich ist die Wand mittlerweile 100-mal überstrichen, übermalt. Damit muss man klarkommen. Ist halt so, ja. Hast du selbst einen persönlichen Bezug zu Hip-Hop? Eigentlich persönlich nicht, das ist ganz witzig jetzt mit dem Interview, also ich komme ja gut skateboarden, es hat so einen Bezug, aber ich komme eigentlich mehr so aus diesem Punk-Hardcore-Bereich, aber beruflich, also ich arbeite fast seit 10 Jahren auf dem Jugendhaus Harthöhe und da war das schon immer mit DJ-Workshops, wir machen diese Summer-Jams mit dem Rob LaRay zusammen, wir haben irgendwie, eben Graffiti ist da schon immer, also ich habe das eigentlich erst beruflich so richtig kennengelernt. Und also bist du eigentlich eher ein Außenstehender zur Szene? Wir kennen uns mittlerweile ganz gut, aber privat bin ich da jetzt nicht so unterwegs. Also will ich mir jetzt auch nicht anmaßen, da irgendwelche Sachen zu sagen, wo ich da nichts damit zu tun habe. Ja.
Okay, dann danke ich dir sehr für das interessante Interview. Wir spielen jetzt den nächsten Clip, nämlich über das Thema Hip-Hop. Wir beginnen unsere Tour im Fürther Süden, genauer gesagt im Tanzstudio Lawrays in der Kaiserstraße. Neben Hip-Hop und House-Dance kann man hier auch die Ursprungsform des Hip-Hop-Tanzes erlernen. Breakdance. Als wir die Breakdancer, die sogenannten B-Boys, bei einem Ferienkurs begleiten, fällt uns schnell auf, wie sehr der Körper der B-Boys bei diesem Sport gefordert wird. Dass es damals zu der einen oder anderen Verletzung kommen kann, wenn man sich nicht gut genug aufwärmt oder dehnt, verrät uns Arthur Peschel, der seit 2 Jahren Teil des großen Dozententeams von Lawrays ist. Man verletzt sich schon, auf jeden Fall. Also jeder, der ernsthaft trainiert, wird sich früher oder später verletzen. Uns wird jedoch auch schnell klar, wie viel Spaß der Tanz für erfahrene wie auch für unerfahrene Tänzerinnen und Tänzer mit sich bringt. Getanzt wird auf alle Hip-Hop-ähnlichen Musikstile wie Breakbeats oder Funk. Die Pokale, die überall im Studio zu sehen sind, zeugen vom Erfolg der verschiedenen Tänzerinnen und Tänzer. Abschließend durften wir einem der Tanzlehrer noch ein paar Fragen stellen. Wie groß ist die Szene in Fürth? Wenn man die Hip-Hop-Szene anschaut, dann können wir eigentlich zufrieden sein. Wir haben mega viel Nachwuchs. Wenn man nur die Breaking-Szene jetzt ansieht, ist noch sehr wenig los. Und abgesehen von hier? Überall wird getanzt. In den Tanzschulen, in den Jugendhäusern, immer noch auf der Straße draußen. Wie sehr wird die Hip-Hop-Kultur den Schülerinnen und Schülern hier vermittelt? Sie wird ihnen vermittelt, aber ich würde nicht sagen, dass sie ihnen wirklich so eingetrichtert wird, sondern die Hip-Hop-Kultur praktisch entsteht ja allein, dass sie alle hier sind. Das heißt, es entsteht alles von alleine, die Leute hier kennen sich, das ist wie eine große Familie. Die Schule macht auch eigene Events, einfach nur für ihre eigenen Leute, wo das Haus dann auch voll ist. Auf unserer Suche nach der Hip-Hop-Kultur in Fürth führt uns unser Weg auf die Harthöhe. Hier versteckt hinter dem beliebten Jugendhaus bietet die sogenannte Wall eine legale Alternative zum sonst illegalen Graffiti-Sprühen an Hauswänden und Zügen. Hier leben seit 2013 Sprayer aus der Region ihr sonst von der Stadt nicht so gern gesehenes Hobby aus. Wir treffen den 18-jährigen Sprayer Gleis. Für ihn ist Hip-Hop nicht nur ein Hobby, sondern ein Lebensgefühl. Er kommt öfter hierher und malt seinen Namen in allen möglichen Varianten an die Wand. Etwas damit ausdrücken will er allerdings nicht. Legal zu sprayen bedeutet für Gleis, der bereits illegal sprayte, auch mehr Zeit für die Feinheiten seiner Werke zu haben. Die ist beim illegalen Sprayen, wie er betont, dagegen sehr knapp. Er lässt sich von Graffitis in der ganzen Region inspirieren. Die kleine Rampe um die Ecke lässt er ahnen, wo uns unsere Suche als nächstes hinführt. Skate or die. Shoutouts an Tony Hawk. Bricks. Skate or die. 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 Wir befinden uns im Skatepark Fürth oder auch einfach Lindenhain genannt. Seit seiner Eröffnung 2013 ist er ein wichtiger Treffpunkt der Fürther Jugend geworden, nachdem der alte Lindenhainpark auf der anderen Seite der Charlie Mai Sportanlage weichen musste. Egal ob Skater, BMXer, Scooterfahrer oder Blader, jeder kann hier seine Leidenschaft ausleben. Aufgrund seiner Größe von über 900 Quadratmetern und seiner einzigartigen Zusammenstellung ist der Lindenhainpark auch weit über die Stadtgrenzen bekannt und beliebt. Da die Skateboarder oft auch direkt mit der Hip-Hop-Kultur in Verbindung gebracht werden, ist sie allgegenwärtig und deutlich spürbar. Um dies zu verdeutlichen, haben wir 2 Skateboarder für euch interviewt. Wie bist du zum Skaten gekommen? Zum Skaten bin ich gekommen durch ein Jugendtreff bei uns in der Gegend. Da hat der Sozialpädagoge ein Skateboard dabei gehabt und hat uns immer mitgenommen und dadurch bin ich zum Skaten gekommen. Was denkst du so, wie groß die Szene in Fürth ungefähr ist?
Seit dem neuen Skatepark, sogar sehr groß, dass auch Skater aus Ingolstadt und München sogar herkommen. Ja, auf jeden Fall groß. Hörst du Hip-Hop beim Fahren? Ja, ich höre Hip-Hop ohne Ende beim Fahren, beim Scheißen, beim Schlafen, ja, immer. Ja, ab und zu. Gibt es in Fürth genug Möglichkeiten zum Skaten? Ja, es gibt genug Orte zu skaten, aber manchmal reicht es auch nicht, weil zu viele Skater, Biker und Scooterfahrer dabei sind. Was ist Hip-Hop für dich? Bei Hip-Hop achte ich sehr auf die Texte, was die Leute von sich geben, was sie von sich erzählen. Die Beats, die nehmen einen mit. Hip-Hop ist so vielfältig. Oh Gott, ja. Denkst du, in Fürth wird für die Hip-Hop-Szene genug getan? Oder könnte man vielleicht auch noch mehr machen? Erstens mehr Hip-Hop spielen lassen. Festivals machen oder kleine Veranstaltungen mit Tanz-Battles, mit Hip-Hop-Battles, alles Mögliche oder mehr Contests mit lauter Hip-Hop-Sachen, ne? Ja. Das war auch schon unser letzter Beitrag. Ich hoffe, euch hat unsere Sendung gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr die Sendung auf diesem YouTube-Kanal, wo ihr sie gerade live anschaut, noch so oft anschauen, wie ihr wollt. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.